Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Top 10 besten Waffen nach dem neuen Update, denn es ist jetzt ein neues Meta-Update rausgekommen. Wir haben eine neue Close-Range-Meta. Die Aufsätze haben sich ein bisschen verändert, wird wirklich sehr interessant. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty-Videos von mir in der Zukunft. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Überraschung. Und zwar haben wir hier eine neue Close-Range-Meta, die DG58-LSW mit dem Umbau-Kit wurde ja jetzt genervt. Und jetzt haben wir die MCW als absolute Meta für Close-Range mit folgenden Aufsätzen. Wir haben bei Laser einmal SL Razorhawk Laserlicht drin, dann haben wir bei Unterlauf DR6 Handstopp drin. Wir haben hier das 40-Schuss-Magazin drin, natürlich das Jack Rabe-Kit Umbau-Kit und bei Griff den RB Rapid Strike-Griff. Wir gehen in den Schießstand. Diese Waffe ist momentan die allerbeste Waffe, die man benutzen kann für Close-Range. Ihr seht, geisteskrank. Die MCW mit dem Umbau-Kit hat man ja auch vor dem Reloaded-Update schon gespielt. Für Close-Range, ich persönlich auch in Ranked. Finde ich extrem geil, also was Besseres kann man momentan echt nicht benutzen. Wirklich sehr, sehr geil. Ist zwar keine MP, das heißt, du hast nicht so ein gutes Movement wie jetzt beispielsweise mit der Striker 9. Aber dafür hast du eine bisschen bessere TTK mit der MCW. Und sie ist jetzt absolute Meta. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Waffe in Ranked oder einfach allgemein in Warzone. Kommen wir zur Long Range Meta. Die Long-Range-Meta ist nämlich jetzt die DG58-LSW ohne dem Umbau-Kit. Denn das Umbau-Kit wurde ja genervt, hat man ja auf Close-Range gespielt. Und für Long-Range spielt man jetzt hier die DG58-LSW mit folgenden Aufsätzen. Bei Lauf haben wir einmal den langen Woody-Lauf drin. Bei Mündung VT7 Spitfire-Schalldämpfer. Bei Unterlauf schwerer Brunnen-Unterstützungsgriff. Wir haben bei Schaft einmal Rückstoßreduzierungskolbenblech. Und bei Visier das Corio Eagle Eye 2,5x Visier. Ihr könnt natürlich auch ein beliebiges anderes Visier nehmen, aber ich finde dieses Visier wirklich sehr, sehr nice. Mit dieser Waffe wirklich sehr geil, weil die Waffe, wie ihr sehen könnt, einfach fast gar keinen Rückstoß hat. Ihr seht, die Leute fallen extrem schnell um. Vor allem, wenn ihr auf Oberkörper oder Richtung Kopf zielt. Rückstoß ist fast gar nicht vorhanden bei der Waffe, also kann ich wirklich jedem empfehlen, mit dieser Waffe hier zu spielen. Ist absolute Meta für Long Range. Kommen wir jetzt zur nächsten Überraschung und zwar ist das die Core 45. Das ist eine Pistole mit Akimbo und diese Waffe löscht Leute auf Close Range mit folgenden Aufsätzen. Wir haben bei Laser einmal den X10 Sidearm L400 drin, bei Munition hohe Körnung. Wir haben das 40-Schuss Trommelmagazin hier drin. Bei Abzug einmal XRK Lightning Fire. Und dann haben wir bei Griff noch Akimbo drin. Diese Waffe ist geisteskrank, also hat die beste TTK von allen Waffen, die es gibt. Aber nur bis circa 8 Meter, 8 bis 10 Meter. Und damit kannst du die Leute einfach easy löschen. Es ist wirklich geisteskrank. Keine andere Waffe hat eine bessere TTK. Aber ihr seht schon, auf diese Entfernung trifft man manche Schüsse schon mal nicht und es dauert ein bisschen länger, weil dieser Dummy ja 10 Meter Entfernung hat. Ich würde sagen, auf diese Entfernung ist wirklich sehr gut oder auf Close-Close ist diese Waffe wirklich geisteskrank. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. In Ranked, denke ich mal, wird es schwierig, weil viele Leute dort in Headglitches hocken. Du kannst natürlich mit dieser Waffe die Leute nicht so geil aus Headglitches holen. Aber wenn du weißt, wie man mit dieser Waffe spielt, wie man Leute aus Headglitches holen kann oder wie man Leute gut rusht mit dieser Waffe, dann könnt ihr diese Waffe natürlich auch in Ranked spielen. Damit habt ihr dann einen guten Vorteil. Aber kommt natürlich drauf an. Ne? Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Freund von Akimbo-Waffen in Ranked. Aber man kann es mal ausprobieren. Diese Waffe ist wirklich geisteskrank. Dann haben wir hier die SVA noch für Long Range. Und zwar hat sich hier nichts geändert. Wir spielen hier mit dem Corio Eagle Eye 2,5x Visier. Wir haben hier bei Lauf STV Präzisionslauf drin. Bei Mündung haben wir hier den Schalldämpfer drin. Wir haben hier die hohe Körnung bei Munition drin. Das 60-Schuss-Magazin. Ihr spielt die Waffe oder man spielt die Waffe eigentlich immer im Einzelschussmodus und triggert dann einfach. Ist wirklich geisteskrank. Mit dieser Waffe kannst du Leute sehr, sehr gut aus Headglitches holen. Wenn ihr gut im Triggern seid, kann ich euch diese Waffe wirklich sehr empfehlen.
Aber wenn ihr sagt, ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von Triggern, dann spielt einfach die DG58 LSW. Geisteskrank, die Waffe. Spiele ich auch momentan in Ranked, finde ich wirklich sehr geil. Als nächstes haben wir hier die genervte DG58 LSW für Close Range. Ist auf demselben Level wie die Striker 9. Also die DG58 LSW mit diesem Umbau-Kit hat genau dieselbe TTK mit dem genau selben Damage-Drop-Off wie die Striker 9 jetzt seit dem Nerf. Und zwar mit folgenden Aufsätzen. Bei Mündung einmal Kasus Mündungsbremse, dann haben wir hier das 40-Schuss-Magazin drin. Bei Visier MK3 Reflektor habe ich persönlich drin. Ihr könnt natürlich auch kein Visier reinpacken oder irgendein anderes Visier. Wenn ihr jetzt ohne Visier spielt, dann könnt ihr hier diesen Rückstoßreduzierungskolbenblech reinpacken. Damit habt ihr dann weniger Rückstoß. Wenn ihr das nice findet, dann haben wir hier bei Wangenerhöhung 5GN Keilergänzung. Und natürlich hier das Jack Nightshade Gewehrkit Umbaukit. Wir gehen in den Schießstand rein. Ist immer noch wirklich sehr, sehr krass. Ihr seht, wie die Leute einfach komplett schnell umfallen. Ist wirklich sehr, sehr krass. Waffe wackelt ein bisschen, aber man hat wirklich sehr, sehr geile Präzision damit. Es ist richtig nice. Bockt sich auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt hier nochmal das Visier rausnehmen und den Rückstoßreduzierungskolben reinpacken. Wir gehen damit jetzt in den Schießstand. Ihr seht, so geht das auch völlig klar. Aber es ist natürlich nicht so einfach, mit diesem Iron Sight klarzukommen. Aber es geht. Es geht. Also, wenn ihr etwas fortgeschrittener seid, dann könnt ihr auch ohne Visier spielen. Aber wenn ihr sagt, ey, ich brauche das Visier, irgendwie treffe ich die Gegner nicht, dann natürlich mit Visier. Ich persönlich finde es auch irgendwie besser mit Visier, weil deine Sicht wird einfach extrem verdeckt mit diesem Iron Sight. Das ist schon sehr... Ah, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal fast behaupten. Als nächstes habe ich hier für Long Range die MCW. Ist ja durch den Buff jetzt ein bisschen weiter nach oben geklettert. Und zwar spiele ich sie mit folgenden Aufsätzen. Bei Visier einmal Corio Eagle Eye 2,5x Visier. Bei Lauf haben wir den langen 16,5 Zoll MCW Zyklonlauf drin. Bei Mündung VT7 Spitfire Schalldämpfer. Bei Unterlauf den schweren Brunnen Unterstützungsgriff. Und zu guter Letzt das 60-Schuss-Trommelmagazin. Wir gehen in den Schießstand. Die MCW kann man auch für Long Range spielen, wie ihr jetzt sehen werdet. Also die Leute fallen auch wirklich sehr schnell um. Natürlich muss man ein bisschen Rückstoß entgegenwirken. Aber das hält sich völlig in Grenzen. Es ist jetzt nicht irgendwie schwer oder sowas. Macht auf jeden Fall Spaß. MCW auf Long Range ist auf jeden Fall mal ein Try wert, würde ich mal fast behaupten. Wie schnell die Leute auch umfallen, ist es wirklich sehr, sehr geil. Macht extrem viel Spaß. Also ich fühle die Waffe, muss ich euch sagen. Wurde ja auch gebufft mit dem Reloaded Update, also ne, kann man definitiv mal ausprobieren. Dann haben wir hier natürlich die Striker 9 zusammen mit der DG58 LSW. Auf demselben TTK-Level nach der MCB für Close Range. Und zwar haben wir bei Mündung einmal SEM N35 Kompensationsmündungsfeuerdämpfer. Bei Unterlauf XRK Edge BW4 Handstopp. Wir haben hier das 50-Schuss-Trommelmagazin drin. Bei Griff Sakin ZX-Griff. Und bei Schaft einmal den Striker Fabrikschaft drin. Hier hat sich eigentlich seit meinem letzten Video nichts geändert. Hier wurde ja auch nichts dran getan. Die Striker 9 ist extrem präzise. Sogar auf etwas weiterer Entfernung ist sie wirklich sehr, sehr krass. Wenn ihr jetzt die MCW oder die DG58 LSW nicht mögt oder nicht so feiert, auch wegen dem Movement, weil das Movement ist ja nicht so gut mit diesen Waffen im Vergleich jetzt hier zu dieser MP, dann nehmt auf jeden Fall die Striker 9, ist die beste Wahl. Wenn ihr auch geiles Movement haben möchtet. Dann haben wir für Long Range hier noch die SOA Subverter. Ist immer noch eine sehr, sehr gute Waffe, obwohl sie genervt worden ist mit dem Reloaded Update. Man spielt sie folgendermaßen. Bei Lauf einmal den langen Dozer 90er Lauf. Hier hat sich auch nichts geändert. Bei Mündung Kasus Mündungsbremse. Unterlauf, schwerer Brunnen Unterstützungsgriff. Wir haben bei Munition die hohe Körnung drin. Und das 50 Schuss Trommelmagazin. Wir gehen in den Schießstand rein. SOA Subverter wurde nicht groß genervt, nur so ein bisschen. Ist immer noch sehr, sehr krass. Aber auf Long Range merkt man das auf jeden Fall so ein bisschen wegen dem Rückstoß. Aber es ist
immer noch sehr, sehr krass, wie ihr sehen könnt. Als nächstes habe ich hier die WSP 9. Wirklich sehr, sehr geil. Du hast extrem gutes Movement. Richtig geile Sprint-to-Fire-Zeit. Und es macht einfach sehr viel Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. Aber du hast eine niedrige Feuerrate. Trotzdem sehr krass, ist nach oben gerückt, wurde ja auch gebufft mit dem Reloaded-Update. Und zwar haben wir bei Visier hier mal das Jack-Glaslos-Visier drin. Bei Lauf den kurzen, leichten Hisslauf. Bei Mündung ECS Requiter Schalldämpfer. Bei Unterlauf XRK BW4 Handstopp. Dann haben wir hier das 40-Schuss-Magazin drin. Können natürlich auch das 50-Schuss-Magazin reinpacken, aber dadurch habt ihr mehr Nachteile bei der Mobilität und Handhabung. Deswegen habe ich hier das 40-Schuss-Magazin drin. So. Wir sind im Schießstand und ihr seht, die Leute fallen extrem schnell um. Es ist wirklich krass, also mit dieser Waffe kannst du auch auf Midrange was machen. Du musst halt nur deine Schüsse treffen, was gar nicht so schwer ist, um ehrlich zu sein. Also wenn du jetzt mal einen Schuss getroffen hast, dann ist es auf jeden Fall schon mal big, weil eine Kugel macht auf jeden Fall schon guten Schaden, weil die Waffe so eine niedrige Feuerrate hat. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die BP50 für euch. Hier hat sich auch nichts dran geändert. Bei Lauf einmal den schweren Lore 9er Lauf. Bei Mündung VT7 Spitfire. Bei Unterlauf schwerer Brunnen-Unterstützungsgriff. Hier das 45-Schuss-Magazin. Und bei Schaft haben wir den schweren Forbearer-Schaft drinne. Die BP50 ist immer noch geisteskrank, auch für Long Range. Man kann sie auch für Close Range benutzen. Ich zeige euch auch gleich mal nochmal ein Bild für Close Range. Ist wirklich ein absoluter Laser. Du hast auch nice Strafe Speed. Ich fühle diese Waffe einfach, finde ich wirklich sehr, sehr nice. So spiele ich die BP50 auf Close Range, auch wirklich sehr, sehr krass. Bei Laser FJX Ultra Beam XR. Bei Mündung Kasus Mündungsbremse. Dann haben wir hier bei Munition die Hochgeschwindigkeitsmunition drin. Natürlich das Umbau-Kit, Jack Revenger Kit. Und bei Griff CGC Taktikband. Wir gehen in den Schießstand rein. Macht sehr viel Spaß auf Close Range. Habe ich auch gestern in Rank gespielt. Und ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Auch wenn ihr jetzt irgendwie die anderen Waffen nicht fühlt oder sowas, ist diese Waffe wirklich extrem krass. Aber ansonsten die größte Überraschung natürlich die MCW. Jetzt neue Meta und die Core 45. Ja, Leute, der Nachladebug wird erst nächste Woche behoben. Da stand in den Patch Notes, keine Ahnung, warum erst nächste Woche, fragt mich nicht. Aber das ist jetzt die neue Meta. Sobald es ein neues Update gibt zur neuen Meta, werde ich euch das natürlich wissen lassen. Mit neuen Waffen und neuen Aufsätzen und so weiter und so fort. Deswegen abonniert gerne den Kanal für mehr Videos von mir in der Zukunft. Liked auch gerne das Video, falls ich euch helfen konnte mit den Waffen und den Aufsätzen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im Livestream. Ich bin täglich live. Von 16, 17 bis 21, 22 Uhr kommt er gerne rein. Wir sehen uns da. Haut rein. Bis dahin und ciao.